Hallo und willkommen zurück zu Folge 35 von Material Energy Hypercube mit Das Flip. Und nein, das hier ist keine Atlarus-Rüstung. Auch wenn wir das letzte Mal erbeutet haben. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich hier auch noch keine Angmalin-Rüstung im Victory Monument habe. Und da dachte ich mir spontan, hey, das kann ich ja wohl so nicht lassen. Ach, guck mal, bei der Atlarus-Rüstung guckt sogar ein bisschen Kopf durch. Das ist ja putzig. Das sieht irgendwie hart lächerlich aus. Auf jeden Fall kommen diese Rüstungen jetzt auch in unser kleines, bescheidenes Museum hier. Und natürlich habe ich auch wieder die dazugehörigen Schwerter gemacht. Einfach, weil es stylisch ist. Und ich habe da knallhart das falsche Schwert reingepackt. So gehört's. Nachdem da wahrscheinlich noch ein paar Metalle auf uns zukommen und ich davon ausgehe, dass diese Zier-Dingensens, also diese ganzen Rüstungsständer hier, eher für die schicken Metallurgy-Rüstungen gedacht sind, habe ich spontan beschlossen, dass ich alle anderen Rüstungen hier wegnehme. Ich packe Angmalin mal hier rein. Die nehme ich schon mal mit. So. Na, das macht sich doch schon viel besser. Ich finde diese untexturierten Vanilla-Rüstungen daneben nämlich irgendwie schäbig. Und die lasse ich erstmal noch hier stehen, weil es irgendwie lustig ist. Im Kontrast zu dem anderen Zeug. Einfach mal so ein Holzding. Hierher. Dann werfe ich das Zeug hier mal rein. Ziehe meine normale Rüstung wieder an. Und den packe ich mal bei Gelegenheit noch in meine... die habe ich versehentlich angezogen. Packe ich dann noch in meine Minimilab. Aber das mache ich offscreen. Beziehungsweise... Moment. Hatte ich außer Boney wirklich noch niemanden vom Forgecraft-Server hier? Ich dachte, das wären schon mehr gewesen. Aber wahrscheinlich glaube... Du bist ja durchsichtig. Wie zur Hölle ist denn das möglich? Ich find's cool. Okay. Gruselig. Eine Sache, die ich noch ausprobieren wollte. Ich habe mich gefragt, warum hier so ein ME-System ist. Ist das nur Deko oder ist da vielleicht was drin? Es sind nirgendwo belegte Channel markiert. Also glaube ich eigentlich, dass das leer ist. Aber... Wissen ist besser als Glauben. Ist leer. Schade. Aber das Terminal nehme ich wieder mit. Ziemlich coole Sache dagegen. Falls ich mal so Energiezellen brauche, gibt es hier massig davon. Hier sieht man auch schön, wie viele das sind. Vor allem bieten die, das sind so richtige Batterien. Ich frage mich, ob die vielleicht innen drin hohl sind und es da was zu holen gibt. Ha, das war mal ein Wurf, ha? Ha? Sagt's es. Kann ich die, ja. Nope, da ist gar nichts drin. Nur diese Röhren hier. Räuber ich die leer? Jetzt nicht. Vielleicht, wenn ich sie mal brauche. Ich baue die sogar wieder hin. Weil ich das irgendwie schick finde. Ah, das ist nur Glas hier. Clear Glass von Tinker's Construct. Sonst ist überall Thickened Glass verbaut. Das ist irgendwie auch interessant. So. Bevor wir uns in die nächste Spatial Area wagen, habe ich noch eine Sache, die ich tun möchte. Nämlich haben wir ja diesen Concussion Creeper Spawner bekommen und unser schicker kleiner Mob Grinder hier hat natürlich keine Spawns von den Concussion Creepern hier drin. Das möchte ich gern ändern. Nun ist es so, solche Spawner, die funktionieren ja nur, wenn jemand in der Nähe ist. Ich glaube 15 Blöcke sind es, dann sieht man die Flammen im Inneren. Und etwas spawnt. Anders ist es mit diesen... spawnen die jenseits der Mauer?
Ich setze ihn mal lieber in die Mitte dann. Weiter in die Mitte. Die Sache ist die, wenn Cursed Earth unter einem Spawner ist, dann wird diese Einschränkung aufgehoben und der spawnt beständig und ziemlich schnell. Auch wenn niemand da ist, spawnt der ziemlich schnell diese Concussion Creeper. Das heißt, wir sollten entsprechend Loot von Concussion Creepern bekommen. Dazu gehören ja zum Beispiel Ender. Die werden auch zugeladen in Creepern. Sieh mal einer an. Was wollte ich gerade sagen? Ich lasse mich zu leicht ablenken, ne? Ist ja auch egal. Was ich sagen wollte, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Die lassen zum Beispiel Enderfragmente fallen und aus denen kann man noch mehr Enderperlen machen, als wir eh schon haben. Noch ein kleines Wort zu guten alten... Ups, unten ist mal wieder voll, sehe ich gerade, weil hier überall Seeds rumliegen. Ich habe das jetzt so gesteuert, wenn Kakaobohnen Überschuss ist, mache ich die Reinforced Watering Can an. Wenn Weizen Überschuss ist, mache ich sie aus, indem ich den Hebel runter mache. Der ist nämlich so eingestellt, dass er mit einem niedrigen Redstone-Signal, also mit einem ausgeschalteten Lever, gießt und mit einem angeschalteten Lever nicht gießt. Das heißt, jetzt hört der Weizen auf, es wird wieder Kakaoüberschuss geben und das Ganze gleicht sich dann langfristig aus. Finde ich, funktioniert soweit ganz gut. Simpel, aber effektiv. Und dann schauen wir uns doch mal die nächste Spatial Area an, nämlich die Rotunda Hypercubed. Obi, ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss davor, muss ich sagen. Das kann nichts Gutes werden. Minimilab raus, Rotunda rein. Oh, ich erinnere mich da an was. Lass mich mal kurz was überlegen. Zombies sind wirklich nicht die hellsten. Kommen da angelatscht und schieben einander gegenseitig richtig schön in die Stacheln rein. Das waren gleich 4 Stück auf einmal gerade. Da hinten sind Skelette. Da hinten ist eine Spinne. Und weil ich mich selber durch ein anderes Let's Play von dieser Map etwas gespoilert habe, die haben mich nämlich überholt. Kunststück, wenn man zu zweit ist. Da hinten gibt es wo die ersten Mega-Spawner in dieser Map. Das sind, wie der Name ja schon sagt, einfach Spawner, die unverschämte Mengen von Gegnern auf einen loslassen. Und die hier drin sind zufälligerweise entweder Zombies oder Pikmin mit Überrüstung. Und die will ich natürlich zum einen abwehren, zum anderen will ich aber auch ihre Rüstung. Weil ich verrückt bin. Deshalb überlege ich gerade, wie kann ich denen eine Mauer vors Gesicht setzen und sie dann irgendwie irgendwie grinden, also irgendwie so stacheln. Ich könnte sie auch einfach hierher holen und hier reinlatschen lassen. Soll ich das mal versuchen? Ich versuche das mal. Aber dafür erstmal der gute alte Torch-Trick. Und zur Pfanne wechseln. Zack. F7. Und dann leuchte ich erstmal. Die spawnen, sobald ich da hinten mehr als den Halbkreis gemacht habe, sozusagen. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Wither Witches. Und falls ihr andere Hexen seid, ist das auch unerheblich, denn ich habe trotzdem keinen Bock auf euch. Ich hasse jegliche Art von Debuffs. Ich finde das unglaublich nervig. Ah, Bögen sind was Feines. Die Gegner einfach weghauen, bevor sie ihn überhaupt bemerken. Hä? Den treffe ich nicht. Ach, dann halt nicht. In Gottes Namen. Nicht ums Verrecken. Ich will mich auf jeder Seite immer so ein Stück weit vorarbeiten und dann die Seite wieder wechseln. Denn ab einer bestimmten Grenze spawnen diese Überviecher halt. Und dann will ich ganz schnell zurückrennen und schon möglichst viel ausgeleuchtet haben. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder mehr Fackeln. So, ich habe 3 Stacks Fackeln am Mann und noch einen 4. in meinem Satchel dabei.
Das sollte erstmal genügen, um wieder ein Stück weiter zu kommen. Und ich habe noch einen neuen Modifier auf meinem Bogen. Wie viele habe ich da mittlerweile? Wo steht's denn? Ich bin gerade blind. Naja, auf jeden Fall sollte ich einige mehr noch drauf haben. Obwohl ich gar nicht weiß, was ich mit dem noch groß machen soll. Lifesteal ist ja auch schon drauf. Mit sowas wie Smite fange ich nicht an, wenn ich schon gar nicht auf dem Bogen. Könnte ich den Knockback auf dem Bogen verstärken? Ich habe nämlich neulich mal... Oh! Die habe ich momentan gar nicht als so ein Viech erkannt. Oh, seht ihr das da? Das ist Reinforced Obsidian und darin ist dieser Spawner. Reinforced Obsidian kann selbst durch Wither nicht zerstört werden, durch die Explosionen. Und entsprechend braucht man auch ewig, um den kaputt zu hauen mit irgendwelchem Werkzeug. Was es natürlich auch entsprechend unmöglich macht, den zu zerstören, bevor da drin etwas spawnt. Ich will dieses Ektoplasma. Okay. Jedes Mal, wenn ich dahinter gehe, werden die spawnen. Da liegt es natürlich nahe, dass ich hier eine Wand reinziehe. Und ich glaube, genau das werde ich tun. Ist ein bisschen schäbig, dass ich das schon weiß, ne? Aber ich glaube, das wird auch so noch schwierig genug, diese Map. Jawohl. Es reicht ja schon, wenn man so eine 2 Klötze hohe Mauer hier drin hat. Da können die ja schon nicht drüber. Und ich kann mir dann hier ein paar Blöcke hinmachen, um drauf zu steigen und die dann wegzuschießen, wenn ich möchte. Ich würde dann nämlich gar nicht mehr weiter da hinten reingehen. Das ist nur unnötig gefährlich. Ich könnte hier auch dieses Ineffable Glass reinziehen, dass ich da einfach durchlaufen kann. Übrigens eine seltsame Struktur, das. Ich frage mich, ob das die Grenze markiert. So, wenn du hier danach drüber gehst, dann spawnen sie. Es würde mich interessieren, ob das wohl so ist. Ausprobieren tue ich es natürlich nicht, denn das probiere ich genau einmal aus. Und dann sind die Viecher da und ich habe die Schere rein. Hui, plus ein Emerald. Ja, der hält wirklich für immer, dieser Bogen. Ich habe ihn noch kein einziges Mal repariert. So. Ich mache hier mal 3 hoch oder so. Nicht, dass die irgendwo auf diese Struktur rauflaufen können. So. Damit ist der Bereich hier gesichert und ich kann mich dann nach da innen arbeiten. Aber natürlich will ich euch zeigen, wie diese Biester aussehen. Explosionsbögen mag ich ja so überhaupt nicht. Habe ich noch Ineffable Glass hier drin? Ja. 2 genügen, dann mache ich mir eine Tür hier rein. Und dann locken wir uns einfach mal welche von diesen Viechern her. Deine Begleitung will ich dabei nicht. Den habe ich gut getroffen. Hier sind keine Erhöhungen, die ausnutzen können. Okay. Dann schauen wir uns mal an, ob das so funktioniert wie bei Direwolf in seinem Let's Play. Jawohl, da sind sie. Und ihr seht, das sind eine Menge. Verflixt! Ich hatte es befürchtet. Die kommen doch darauf. Das ist natürlich übel. Ich will unbedingt vermeiden, dass die da durchkommen. Gut, dass ich noch einigermaßen schnell reagiert habe und die weggeballert. Oder den, ich glaube, es war ja nur ein einziger, glaube ich. Gut. Wie lange hält dieses Gift? Ist weg, okay. Und jetzt haben wir hier rüstungstechnisch total übertriebene, ja, Zombies sind das, sieht man an den grünen Armen rumstehen, die sogar Dornen auf ihren verflixten Rüstungen haben. Das heißt, ich kann die nicht mal anständig kaputt hauen, ohne selber Mordsschaden zu bekommen. Und dadurch geht ja dann auch meine Rüstung kaputt und genau das will ich natürlich vermeiden. Was ich vergessen habe, oder was ich hätte machen sollen, wäre Stacheln hier unten anzubringen.
auf die die drauflaufen. Ich frage mich, gebt mir mal einen Moment, ich glaube, ich weiß, was ich tue. Ich will die tot sehen. Eine ziemlich üble Geschichte ist übrigens, dass mir mein Manualin ausgeht. Denn das bedeutet, dass ich meine Pfeile bald nicht mehr reparieren und damit vermehren kann. Ich habe nämlich kein Ardite, das war so selten. Und ich weiß nicht, ob ich mir mehr holen könnte in der alten Nethersphere. Ich könnte höchstens mal nachschauen, aber ich glaube, da ist auch keins mehr. Das heißt, ich werde wohl mit irgendeinem Metallurgy-Metall meine Pfeilspitzen dann austauschen müssen. Ich hoffe, dieses Metall ist genauso robust wie Manualin. Das werden wir dann sehen. Aber bis gleich, ich habe zu tun. Interessant, als ich jetzt zurückgekommen bin, waren sie wieder weg. Alles, was da liegt, ist ein bisschen Hexenloot. Auch interessant. Na dann. Was meint ihr? Wollen wir uns einen kleinen Spaß erlauben? Ich würde sagen, ja. Aber Skelette sind nicht spaßkonform. Weg damit. So. Brauche ich hier Fackeln? Nicht wirklich. Alles klar, Enderperlen ausrüsten. Hinrennen. Und wegrennen. Das war das feigste Davonlaufen aller Zeiten. Na, kommt doch her, kommt doch her. Wow. Scheiße. Das war nicht meine Rechnung. Die können da drauf springen und drüber laufen. So haben wir vorher nicht gewettet, Leute. Na super. Nee. Ihr lauft mal schön noch hier rein. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht vor Ewigkeiten schon eine... Wow. Schon eine Verteidigung, eine letzte Verteidigungslinie aufgebaut. Absolut undurchdringlich, Bitches. Hier kommt ihr nicht vorbei. Ich hätte die auch da hinten in den Boden bauen sollen. Das wäre klüger gewesen. Alles klar, heute habe ich wieder was gelernt. Diese Biester können über solche Spikes drüber springen, auch wenn sie dabei Schaden nehmen. Und Zombies aller Art sind alle gleich doof und in Villager vernarrt. Ich kriege Kontaktschaden, wenn ich gegen sie laufe, also kann ich sie nicht in die Stacheln reinschieben, auch wenn das irgendwie lustig wäre. Jetzt will ich mal sehen, ob da noch welche... Aha, das sind noch einige. Okay. Hilft eigentlich nur, wenn ich die herlocke und dann auch dorthin da laufen lasse. Entweder auf die Stacheln oder zu den Villagern, damit sie abgelenkt sind. Buja. Das sollte ich wirklich nicht tun. Da leidet meine Rüstung nur drunter. Jetzt sehen sie mich nicht mehr, weil ich auf der anderen Seite des Glases bin. Oder doch? Ah, okay. Ist interessant, an den Spikes sterben sie dann ja doch recht fix. Wunderbar. Sie droppen nur leider nichts. Das passt mir gar nicht. Die haben nämlich richtig krasse, verzauberte Rüstungen an. Und sowas hätte ich natürlich gerne. Die Items werden aber auch nicht zerstört, wenn sie auf die Stacheln fallen. Das ist auch gut zu wissen, finde ich. So, der ist auch tot. Ich kann die also nach und nach herholen, denn solange ich nicht über diese Mauer drüber gehe und ein ganzes Stück weiter hinter... Hier haben sie dir die Rüstung geklaut. Solange... Ups, das ist auch ungünstig. Solange machen die mir überhaupt keinen Stress. Ich höre noch einen Zombie stöhnen. Ist das ein Stark? Oh, seht ihr das? Karmo. Protection 5, Feather Falling Speed, Unbreaking. Das ist richtig, richtig krass überpowertes Zeug. Ich will mehr davon. Dieses elende Pfadfinden der Zombies, die sind da verdammt gut drin. Na, viel Spaß beim Pfadfinden. Jetzt. Au, ich bin doof. Ich bin dumm. Was tue ich? Hep. Am Ende triggere ich die nächste Welle. Das wäre gerade echt unerwünscht.
Ich muss die nur eins niedriger setzen, das ist alles, was zu tun ist. Was mir gerade erst aufgefallen ist, hier drunter direkt ist ein Fallen Knight Spawner. Den hole ich mir natürlich direkt. Verflixt, das geht nicht. Ich bin ein bisschen zu weit davon weg. Kann ich ihn zumindest ausleuchten? Der hüpft da auch schon rein. Upp. Wo kam das gerade her? Keine Ahnung. Kann ich den zumindest ausleuchten? Na los doch, komm. Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme gerade so nicht hin. Arg. Na gut, dann muss ich den halt doch von unten erledigen, wenn ich dann da drunten bin. Mittlerweile bin ich da stark genug für. Mir können die vollen Knights auch nichts mehr. Jetzt will ich aber trotzdem noch mehr von dieser Rüstung. Okay. Selbe Masche noch einmal. Und diesmal sollten sie hier nirgendwo mehr drüber kommen. Nein. Andere Seite auch nicht. Okidoki. Möglichst weit hinter, damit wir auch viele davon triggern. Und dann Retour. Jawohl. Hallo ihr. Guckt euch diese Armee an. Eine Armee von Idioten. Das ist mal Musik in meinen Ohren. Ich glaube, diese Spikes haben auch keine Durability. Also kann ich hier munter über krasse Rüstung farmen, wenn meine Rechnung so aufgeht. Das wäre ja eigentlich ziemlich cool. Ich bin immer so in Versuchung, nochmal einen Pfeil reinzuschießen, aber dann kriege ich wieder diesen Thorns-Effekt ab. Das bringt mir auch nichts. Die sind aber ganz schön geizig, was das Droppen von Rüstung angeht. Hm. Ich meine, der perfekte Fall wäre natürlich, wenn ich hier einen Killer-Joe hinbauen würde. Mit einem Schwert, das mit Luck verzaubert ist. Aber erstens würde das Schwert nicht lang halten. Und zweitens wäre das ein total übertriebener Aufwand. Ich werde es einfach dadurch ausgleichen, dass ich umso mehr Gegner hier sterben lasse. Na, die haben wir auch bald wieder. Ich brauche hier nur zu stehen. Die gehen die ganze Zeit auf mich los und laufen dann in diese Stacheln rein. So, und jetzt nochmal, weil es so schön war. Jubi! Boot, 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 boot. Weg hier. Ich bin wie so ein kleines Kind, das die großen Kinder in der Schule ärgert und dann panisch davonläuft, wenn sie sich mal zu ihm umdrehen. Ach ja. Ich werde die hier mal auch noch absterben lassen und dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Loot bekommen. Wow, ich brauche 7 Schläge mit Pahimars Pan, um so einen Platz zu machen. Dann bekomme ich auch keinen Thorns-Effekt, komischerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht am Lifestyle, das ich da drauf habe? Gleicht das aus? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall eine unverschämte Menge dieser Rüstung bekommen. Und ich bin natürlich erstmal versucht, die anzuziehen und zu schauen, was für Protection-Werte die hat. Wir haben auch die Schwerter bekommen. Ui, ja Wahnsinn. Decay 5, Health Draining 5, Knockback 5, Fire Aspect 5, Flim Flam 5 sogar. Unbreaking 5, Looting 5, Sharpness 5. Das ist ja unfassbar. Chestplate, Boots, Helmet. Jetzt brauche ich noch eine Hose. Hier. Da ist nur Flim Flam drauf. Flim Flam ist so eine ganz spezielle, dämliche Verzauberung, die, glaube ich, nur in PvP funktioniert. Wenn einer einen schlägt, ist er verflucht. Also er sieht dann Creeper, die gar nicht da sind. Und was passiert dann eigentlich noch alles? Also es ist eigentlich so eine Troll-Verzauberung. Okay, ich würde mal sagen, wir haben da fetten Loot gemacht. Unsere Rüstungsleiste ist zwar nicht ganz voll, aber dieses Thorns an Breaking Blast Protection... Und diese Boots sind ziemlich krass. Was habe ich denn auf meinen eigentlich? Protection, Fire Protection, Feather Falling, das ist eigentlich auch nicht schlecht, okay. Protection, Feather Falling, Speed, Unbreaking. Vielleicht mache ich mal eine Mischung aus beiden. Und ich könnte da bestimmt auch welche reparieren und einschmelzen, wenn ich Bock drauf hätte. Ich glaube, ich mache das noch ein paar Runden lang, weil es mir Spaß macht. Aber das mache ich offscreen und dann schauen wir mal weiter. Yay! Wow! Put, put, put!
Und wieder die Legion der Dämlichen. Ich habe spontan beschlossen, meine Pahimar-Span mit Luck aufzuwerten. Das sollte gehen. Moment. Wenigstens kann ich einen Modifier zusätzlich drauf machen. Jetzt kann ich hier Luck draufpacken. 450 sind das Maximum. Das ist eine Menge Holz. Und fertig, 450. Aber nur, weil ich noch mehr Lapis nachgemacht habe. Ich habe hier statt des Spectre Swords eines dieser Karmo-Schwerter mitgenommen, weil diese Verzauberung einfach ziemlich fett ist und es auch 11,25 Attack Damage macht. Das die Pahimar's Pen macht 20, aber ich würde das doch ganz gern mal im Vergleich sehen können. Und in Kombination mit einem Schild kann es eigentlich echt nicht schlecht sein. Oh, hier fliegt noch mehr von den Rüstungsteilen rum. Ich habe hier extra das Zeug in die Kiste gelegt, getrennt von dem anderen Kram. Also es ist einfach gewaltig viel zusammengekommen, auch von diesen Schwertern. Das ist eine ziemlich coole Mob-Farm. Technisch nicht besonders aufwendig, aber verdammt effektiv. Und ich find's einfach nur verdammt geil. Es ist so billiger Loot in Massen. Ich brauche noch ein wenig Blöcke zum Mitnehmen. So. Und dann wollen wir doch mal gucken, was unter... also hier unten drin wohl noch los ist. Ich grab mich mal hier runter. Da geht's gleich nach außen. Und unten sehe ich schon flüssiges Metall, mutmaßlich. So, dann machen wir es wieder so. Und jetzt werde ich dieses Schwert gleich mal ausprobieren. Da sehe ich schon mal einen Spawner. So viel zu dem. Nix wie weg. Wow. Durch den Knockback fetzt das Schwert schon ziemlich was weg. Das ist wirklich nice. Und wir haben hier irgendein schräges Metall von Metallurgy. Da möchte ich natürlich gleich mal wissen, was für eins das wohl ist. Ich wette, ich brauche es für irgendeine Quest. Ich baue es mal gleich ab und nehme diese drei Klötze davon hier mit. Dann leuchte ich hier mal weiter aus. Unfassbar, wie weit es die wegfetzt. Oh, ein Fallen Knight Spawner. Okay, den wollen wir hier garantiert nicht haben. Ich habe auch keine Ahnung, warum da in dieser Zeit noch nichts rausgespawnt ist. Manchmal habe ich, glaube ich, einfach nur unverschämten Dusel in dieser Map. Das Gefühl hatte ich schon mehrfach. Aber die Fallen Knights machen mir mittlerweile, wie gesagt, auch nicht mehr so viel. Meteorite. Okay, so heißt das also. Und ich wette, es ist ein Quest-Reward. Ich wette. Und wenn es selber kein Quest-Reward ist, dann irgendeine Legierung, die man daraus machen kann. Wollen wir mal sehen. Ich werde erstmal noch ein bisschen mehr von dem Zeug holen und sehen, ob es hier unten, wie in der anderen Rotunda, auch schon Kisten gibt. Oh. Charged Surtos Quartz. Und mehr Fallen Knight Spawners. Ich bin wahrscheinlich gerade unter dem Spawner, der da oben ist, mit diesen Über-Zombies. Und dadurch spawnt hier unten nichts. Denn Minecraft hat ja so eine gewisse Balance da drin. Wenn viele Mobs an einer Stelle sind, die nahe an... Also wenn Stelle A nahe bei Stelle B ist und an Stelle A jede Menge Zombies sind, dann wird an Stelle B nichts spawnen, selbst wenn da ein besonders starker Spawner ist oder sowas. Also da müsste man dann schon total übertreiben, damit man da noch Spawns hinkriegt. So, ich glaube, ich bin auch schon bald einmal rum. Jawohl, da vorne sehe ich eine Fackel. Das lief soweit erstaunlich ruhig. Und ich glaube, dafür ist wirklich der Spawner da oben verantwortlich. Mir sind wahrscheinlich die ganze Runde über irgendwelche Zombies da oben mitmarschiert. Und die haben dann die Spawns hier unten entsprechend reduziert. Es ist lustig, dass hier diese... 1, 2,
drei, vier Blöcke sind? Sind das wirklich alle? Und mehr war da gar nicht? Na, Spinne. Schauen wir uns doch mal an. Diesen Satz sage ich oft, nicht wahr? Schauen wir uns mal an. Was diese Spatial Area an Quests zu bieten hat. Hier ist Matthew White. 40 Blöcke, das ist eine Menge. Die habe ich noch lange nicht. Ich habe 11. Das heißt, in den anderen Lagen dieser Rotunda wird es noch mehr davon geben. Oh, dafür bekommen wir Fluix-Perlen, Enderperlen, Enderquarz gechiselten. Aha. Ist das so eine Sache von Chisel oder was ist? Enderquarz? Das ist bestimmt nur eine Deko-Sache, oder? Nee, von Santas Dekor. Okay. Das ist tatsächlich nur Deko. Ah ja, und kann man so basteln. Huiuiui, eine Menge Quarz, der da rauskommt. Der da reingeht, aber den können wir nicht wieder rausholen. Okay. Auch in dieser Spatial Area müssen wir wieder Sachen für eine Legierung zusammensuchen. Hier haben wir The End Alloy, also die Endlegierung. Desichalkos enthält die dunkle Energie des End und kann nur gemacht werden, indem man Eximite und Meutoite miteinander verschmilzt. Buchstäblich. Das heißt, wir müssen noch mehr von diesen Blöcken finden, die wir heute schon da ausgegraben haben. Und noch ein anderes Metall, dieses Eximite zusätzlich. Eximite kommt mir übrigens bekannt vor, als hätte ich irgendwo schon ein Werkzeug aus diesem Metall rumliegen gehabt. Ach. Die waren schon aus einer anderen... Ach. Ja, verrückt. Die habe ich schon aus einer anderen Quest. Okay. Wie viel muss ich denn von dieser Legierung machen? Nur einen Block? Das kann ich ja sofort abschließen. Moment, Moment, Moment. Desichalkos. Ah ja, da kann man dann wieder eine komplette Rüstung draus basteln. Und ich wette, das ist ziemlich stark. Das wäre vielleicht auch ein Material für die neuen Pfeilspitzen, wenn mir Manualin ausgeht. Wechselt dann nicht mal die Farbe. Hier muss ich immer draufklicken, um zu wissen, wie es entsteht. Oder hier, noch besser. Meteorite und Eximite. 9 Stück brauche ich. Dann kann ich erstmal... so ein paar hiervon in den Pulverizer geben. Und dann hole ich mir das Eximite. Und pulverisiere hiervon ordentlich was. Wie gut, dass ich mir diesen zweiten Pulverizer gebastelt habe. Ist wirklich praktisch. So, dann müssen wir das nur noch verschmelzen. Bekommen Desichalkos Dust. Den gilt es dann nur noch einzuschmelzen. Und dann können wir die Quest auch schon ganz schnell ablösen. Einlösen. Und das war's auch schon. 9 Ingots später habe ich einen Desichalkos Block. Kann den Reward einfordern und bekomme einen weiteren Legendary Bag. Jetzt sind schon 3 von 10. Das finde ich ziemlich fett. Ich würde dann gleich noch die Rüstung machen und die ans Victory Monument packen. Und dann sind wir für heute, glaube ich, fertig. Tja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und festgestellt, dass ich das mit dem Victory Monument vielleicht lieber in der nächsten Folge mache, denn mir läuft die Zeit davon. Mal wieder. Sieht das nicht cool aus mit dem Schwert? Ich liebe diese Dual-Wield-Mod. Die ist echt cool. Würde ich ein Modpack machen, die wäre drin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und bye bye.